Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sons of the Forest. Okay, was war jetzt das? Hallo, kann ich was für dich tun? Ich habe leider nichts. Ah, ich habe wirklich Schiss. Ich habe nämlich Infos gesehen, gefunden, gelesen, dass tatsächlich unsere super krassen Mitspieler getötet werden können. Also sowohl sie als auch unser super Kumpel, der irgendwo da hinten ist. Kelvin. Muss ich sagen, habe ich ein bisschen Schiss vor. Denn das wäre alles andere als geil. Und genau. Kann es sein, dass man auch nicht mal mehr erfrieren kann? Sonst habe ich so das Gefühl. Ich würde sagen, wir schlafen einmal, weil es ist halt 17 Uhr. Wie spät ist es jetzt? Oh mein Gott. Jetzt ist 7:02 Uhr. Perfekt. Hallo. Ja, wieso? Also, ich habe nichts dagegen, ne, dass die Leute halt so ein weißes Oberteil haben, man dementsprechend irgendwie was sehen kann. Unpassend finde ich es aber trotzdem. Okay, das ist alles noch nicht fertig. Ist denn der Fisch schon fertig? Probier es einfach aus. Alter! Was? Was? Pick. Okay, ja, wir essen einfach den nächsten Fisch auch gleich. Ach du Scheiße, wir kauen einfach den Kopf weg. Oh oh, da sind schon wieder welche. Da sind schon wieder welche. Und ich bin noch nicht ganz fit. Da kommen wir. Wie, die können einfach durch die Tür gehen. Oh mein Gott. Ich habe fast keine Pfeile mehr, ne? Wieso können die durch die Türen gehen? Ja, juckt euch nicht, ne? Wie kann der das einfach blocken? Schau, der andere läuft weg. Du bleibst schön hier, du kleiner Wichser. Alter, der macht mein Zeug kaputt. Geht's noch? Alter. What the fuck? Okay, das mit den Türen, da müssen wir irgendeine Lösung finden. Das finde ich richtig ungeil. Aber wie auch schon in The Forest 1 ist der Speer deutlich besser zum Kämpfen. Was ich auch irgendwie fast schon erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich einfach mal zum Speer gewechselt. Das finde ich ja. Schau mal, sie gibt mir was. Dankeschön. Dankeschön. Oh, hast du Angst? Nein, keine Sorge. Dankeschön. Sehr lieb. Genau. Also wie im ersten Teil auch ist der Speer anscheinend als Anfangswaffe am besten. Oh nee, sag nicht, die rennt mir überall immer hinterher. Das ist ganz schlecht, weil ich habe halt keine Waffe. Ich weiß, ich kann ja was geben, aber irgendwie nur Schusswaffen kann das sein. Muss ich aber mal ausprobieren. Kelvin sollte auch mal zu uns kommen. Ich habe gar keinen Bock, dass der irgendwie gekillt wird. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Das heißt, wir brauchen noch ein Knochenlager. So. Also Knochen haben wir schon echt nicht wenig. Weil ich die ganzen Köpfe nicht mehr sammeln kann. Vielleicht soll ich mal ein paar Totems oder so bauen. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Erstmal alles einsammeln. So, und wieder rein. Boah, Alter, du hast mich echt erschrocken. Bitte renne aber nicht ins Feuer. So, wir holen jetzt mal Kelvin. Ich habe keinen Bock, dass der noch irgendwie drauf geht. Auch wenn der super toll fleißig Zeug sammelt. Aber nachdem ich das. Oh oh.
Ich habe hier jemanden gehört. Da, schau ihn an. Er macht schon wieder mein Zeug kaputt. Oh Gott, nicht, dass Calvin schon am Boden liegt und down ist. Das wäre nicht so cool. Es gibt's noch nicht. Die ganze Zeit kommt fast keine. Jetzt auf einmal kommen sie. Ah, okay, die geht mir doch nicht hinterher. So, weg mit dem Schmutz. Ah, oh, Calvin, verdammte Scheiße. Wo ist er denn? Warum ist er so weit weg? Ach, da läuft er. Wieso läuft er? Ist da was? Kollege, warum bist du voll Blut? Folge mir. Ja, komm mal mit, Kollege. Gar keinen Bock, wenn du drauf gehst. Und der? Da läuft er. Oh, wir müssen mehr machen. Ich glaube, wir brauchen wirklich ein Haus oder so. So, hier kannst du bleiben. Folge mir, hole, baue, bleib hier. Hier, versteckt. Bleib hier versteckt. Ich weiß zwar nicht, wo er sich hier verstecken soll, aber er soll einfach hier bleiben. Hier kann ich nichts sagen. Ja, okay, gut, das ist, ja, okay. Das, ja, gut, das werden wir jetzt einfach mal so akzeptieren. Dass es sich halt so versteckt. Wie das... Ja, wie das nächste ist schon wieder voll. Ey, das kann nicht sein. Kann man da deutlich weniger Knochen reinpacken oder was? Oder geben die einfach nur deutlich mehr Knochen als im Vorgänger? Okay. Was machen wir jetzt? Wir brauchen bessere Schutzmaßnahmen. Dass sie einfach durch die Tür kommen können, finde ich alles andere als geil. Alles andere als geil. Ich überlege gerade. Auf jeden Fall kann ich mich erstmal kurz wieder hier um die Sachen kümmern. Ach guck, wir können es auch einfach aufschlagen. Perfekt, dann geht's schneller. Aber waren das irgendwie nicht mehr Koffer? Oh, jetzt ist das wieder weg. Da haue ich mir mal einen rein, weil ich bin eh nicht gerade auf Maximum Leben. Okay, her damit. Oder sag nicht, die Koffer verschwinden mit der Zeit. War nicht hier irgendwie auch einer? Oder war da nicht gerade noch einer? Habe ich den nicht gerade aufgemacht? I'm confused. Ja, auf jeden Fall sind hier noch welche. Okay, da bin ich voll. Da ist ein Koffer, der ist offen. Warum ist der offen? Hier noch mehr Granaten. Also an Granaten mangelt es auf jeden Fall nicht bisher. Wieso ist da eine Muschel drin? Ich bin gerade am überlegen, wie wir das machen. Also im ersten Teil konnte ich nicht einfach so durch die Tür rennen. Das finde ich wirklich, wie gesagt, ziemlich ungeil. Schauen wir erstmal, was wir so bauen können. Fangen wir wieder bei 1 an. Kleine Blockhütte 75. Anbau. Beobachtungsturm 60. Uiuiui. Baumplattform. Ich glaube, sowas wäre ganz gut. Baumunterschlupf. Baumunterschlupf F2. Bett ausstöcken, Stühle ausstöcken, Knochenstuhl, Deckenschädellampe, Holzbank, Lager, 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 Weg. Rennt sie gerade hinter mir oder was? Ich scheiß mir ein, wirklich. Pflanzen, Falle, Knochen, Macher, Falle. Da braucht man Alkohol, ne? Habe ich nicht. Liegenklatschfalle. Seile habe ich jetzt auch nicht gerade ohne Ende. Na gut, das war's, ne? Dann sind wir einmal durch, verdammt. Ja, was gibt's hier noch?
Nee, war ich nicht. War ich auch nicht. War ich auch nicht. Auch nicht. Das können wir machen. Schädellampe. Ach, da braucht man ja so ein Seil. Also, beziehungsweise, ja. Stoff habe ich jetzt auch nicht gerade viel. Stockstruktur. Hey, wie jetzt? Hä? Der erste ist im Boden, dann ist da rauf. Okay, verstehe ich noch. Dann noch eins, dann ist es auf einmal weg. Oder ist es zwei Möglichkeiten, was man machen kann? Verstärkte Struktur. Ja, aber was soll es denn? Was macht es? Zaun. Einfacher Boden. Grundlegende Wand. Oh, Leute. Es gibt irgendwie nicht wirklich viel, wo man sich mit verteidigen kann. Treppe, Stütze, Rampe, Verteidigung. Das da kapiere ich noch nicht. Weil hier steht, dass man es da hinpacken kann, aber immer wenn ich das machen will, dann zeigt es nicht an. Seil. Seilbrücke, Feuerholz. Also was man damit machen kann, verstehe ich auch noch nicht. Zelt. Ja gut, dann sind wir da auch schon wieder durch. Müde und durstig. Und meine Waffe ist schon wieder weg. Ach Mann. Ah. Ich hoffe, die bleibt hier und läuft mir nicht hinterher. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier fangen wir auch einfach gar kein Viech. Sammle jetzt einfach mal alles Mögliche. Ich renne auch noch mal oben hin zu diesem Wasser, weil da ist ja auch immer ein Stück Stoff oder so. Und ja, trinken bringt irgendwie zwar gar nichts, weil ich keinen Schaden kriege, aber ich will es trotzdem machen. War das ein Affe? Nee. Eichhörnchen. Ich habe halt allgemein noch gefühlt gar nichts. Ich bin auch ehrlich, ich traue mich auch jetzt nicht unbedingt so mega weit rumzulaufen. Ach so, wegen Speer kann ich nicht trinken. Dann trinken wir so, flutsch. Lecker. Oh. Oh, das tut gut. Warte mal, wenn ich mehr trinke, kriege ich dann mehr Ausdauer zurück. Nee. Aber wir rüsten trotzdem mal wieder den Speer aus. Gibt es hier eigentlich Fische? Nee. Irgendwie nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zu unserem ersten I. Oh, hoffentlich rennt mir Virginia nicht hinterher, glaube ich, heißt die. Schauen wir alles, was wir so finden können. Und vielleicht bauen wir auch unser Camp ganz woanders hin. Wie er straight auf mich zugeht. Moin. Er rennt einfach an mir vorbei. Ne, er klettert doch hoch. Kletter mal da hoch. Ich gehe weiter. Ciao. Kriegen die sich eigentlich oder? Oh, ich höre noch mehr. Was hat denn der in der Hand? Ist das ein Musikinstrument? Was ist das, was der da in der Hand hat? Ich habe Schiss hinzugehen. Weil der sich so komisch damit hin und her fuchtelt. Boah, what the fuck? Was zum Fick? Wieso hat er sowas? Ich dachte, das wäre ein Musikinstrument. Scheiße.
Oh, guck mal, da läuft noch einer. Oh, ich geh lieber weg. Ich geh mal lieber weg. Aber der ist da nicht mehr. Wo ist der hin? Ist der da runtergesprungen? Boah. Alter, was war das bitte? War das von so einem Boot? So ein Motor? Hey, what the fuck? Sie jetzt einfach so richtig krasse Gegenstände benutzen. Ich meine, die einen Maskenleute haben ja auch irgendwie so eine Sichel. Ja, trotzdem. What the fuck? Sollte nicht zu viel rennen, weil meine Ausdauer sonst zu schnell sagt, nö, Alter, gar keinen Bock. Währenddessen alles mögliche einsammeln. Alter. Also es wird schon echt wild hier. Ich bin gespannt, was sie noch alles haben. Aber dass die einfach gefühlt random im Camp spawnen, obwohl außenrum alles Wasser ist, finde ich echt nervig. Und auch, dass die einfach durch die Tür gehen. So like I don't give a fuck, dass da eine Tür ist. Dass man die Tür nicht mal mehr zumachen kann. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass mich was verfolgt. Okay, ich kann davon nichts mehr tragen. Aber vielleicht können die auch einfach mittlerweile schwimmen. Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht sind sie einfach dahin geschwommen. Und denken sie einfach so, moin, Meister. Ich hoffe, die zwei können nicht getötet werden, während ich einfach unterwegs bin. Das wäre maximal belastend. Ich habe auch gehört, also beziehungsweise das heißt gehört, mir wurde gesagt, dass Virginia auch irgendwie storyrelevant sein kann, sein soll. Deswegen, wenn die drauf geht, dann wäre das ziemlich scheiße. The fuck, wieso ist da Musik? Alter. Wieso sind die alle so groß? Und wieso sieht der so abgefuckt aus? Boah, wieso wird so... Oh, der hat einen Vogel gekillt. Au. Alter, was? Der haut mich einfach, während ich am Boden liege. Kleiner Bastard. Ey, du Wichser. Ich weiß halt auch nicht, wann der tot ist. Ich glaube, der ist jetzt schon... Alter, was ist denn mit seinem Gesicht? Alter, was ist mit seinem Gesicht, Junge? Was ist das? Eine Tüte. Den Vogel kann man nicht looten. Ja, wieso läuft da Musik? Den Wasserkocher da kann ich nicht haben. Aus. Netten Loot hat er hier. Der liegt da schon ein bisschen länger, glaube ich. Ja, hauen wir uns mal wieder Medizin rein. Was haben wir hier? Achso. Nehmen wir das auch noch mit. Der chillt da schon ein bisschen länger. So wie es aussieht, wurde der ganz schön zugerichtet. Ich bleib hier nicht zu lange. Ich finde es heftig, dass es hier so Riesen gibt, ey. Die sich einfach denken so, ja, ich hau dir einfach komplett aufs Maul, Junge. Mach übel Schaden. Ich habe auch noch gar keine Ausrüstung, ich Dulli. Ich brauche halt auch so viel Stoff. Warum braucht man so krass viel Stoff? Das ist ja komplett heftig, dass man so viel Stoff braucht. Naja.
Aber es ist trotzdem geil, dass man so ein GPS-Ding hat. So eine Map. Auf den anderen beiden geht's gut. Bin jetzt schon ein gutes weit von zu Hause weg. Gutes Stück. Ein gutes weit. Rehkitz. Oh, aber schade, dass die einfach weiterhin wegrennen. Nicht wie im ersten Teil, dass sie dann gefühlt einfach stehen bleiben, weil sie sich denken, ja, er hat mich getroffen, ich habe verloren. Bleib hier. Ist mir auch so als ich. Ja, ich weiß schon, ich bin da in der Nähe. Gut ist weg. Sieht schon alles sehr subtropisch aus hier. Also hier diese Pflanzen zum Beispiel. Ich hab so Schiss, dass mich da jetzt irgendwas Heftiges erwartet. Ich bin ja schon so ein kleiner paranoider Prinz. Hier ist ein Grab. Was, Alter, dass hier auch so Kiefern sind? Ein paar Kiefernzopfen. Ey, ich sehe schon, komm, irgendwas passiert jetzt. Bin ich dumm? Okay, hier. Hier genau da. Was soll es hier sein? Das Spiel sagt mir halt auch nicht, was ich machen soll. Aber halt keinen Plan. Brauche ich eine Schaufel? Weil ich habe in den Trailern gesehen, dass es eine Schaufel gibt. Aber wenn ich jetzt eine Schaufel brauche, wie kriege ich da? Woher kriege ich die dann? Jeden Fall hat das was mit dem Grab zu tun. Gott, das eine sieht aus, als wäre es irgendwo auf dem Wasser. Naja, laufen wir einfach mal dahin, schauen mal rum. Okay, das eine war auf jeden Fall leider ein Reinfall. Oh, mein Kollege. Er jumpt da. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Aber so Anbetungsbäume. Wow. Also Anbetungsbäume wie im ersten Teil scheint es nicht mehr zu geben. Die heiligen Bäume. Ich habe auch ehrlich gesagt noch keinen richtig geilen Spot gefunden, wo ich mir denke, so ja, hier würde ich chillen. Also am besten so ein Spot mit so einer Wasserquelle, vielleicht auch so, dass man auf dem Wasser bauen kann, wie im ersten Teil. Da gab es ja auch so einen richtig geilen Spot mit so einem richtig großen Teich. Aber so ein scheint es hier noch nicht zu geben. Sehr interessant. Hier mal ein bisschen darüber. Bisschen chillen. Ah, ich wusste, es ist irgendwo im Wasser. Ja, gut, da. Ne. Irgendwann, aber aktuell definitiv noch nicht. Oh, meine Stimme, ey. Ja gut, dann gehen wir halt trotzdem mal da lang zum Strand.
Vielleicht finden wir da irgendwas Cooles. Wer weiß. Oh, ist das ein Felsen oder schwimmt da was? Da, wo jetzt die Speerspitze hinzeigt. Was ist das? Noch mehr Tote aufgehangen. Oh! Ja, hast du mich gehört, ne? What's up, Kollege? Dachte gerade, da wäre noch einer. Kleiner Wichser. Was ist hier? Alter, ein Kopf mit ganz den Fingern drin. Was haben wir hier? Ein Menschen, der keinen Kopf mehr hat. Der wurde gepfählt. Lecker. Der Körper ist einfach komplett steif. Ja, cool, dass man das hier kaputt machen kann. Nicht wie im ersten Teil. Da gab es so spezielle Aufbauten. Die konntest du... Mit denen konnte man nichts machen. Alter, die haben seinen Kopf einfach in den Brustkorb reingesteckt. Was hat es eigentlich mit diesen ganzen Eimern hier überall immer zu tun? Was ist das eigentlich? Naja. Ist interessant. Aber ich finde es... Das mit dem Treibholz ist auch so cool. Und hier so Schwimmwesten. Das ist halt wirklich was auf dem Wasser ist auch. Was ist das denn? Das sieht nicht aus wie ein Stein. Das sieht aus, als wäre es ein Zelt im Wasser. Aber was mich auch interessiert. Hä? Was schwebt denn da hinten? Hey, ist das vielleicht doch die erste Insel? Nur halt ein bisschen anders modelliert? Nee, oder? Nee, ist es nicht. Nee, glaube ich nicht. Jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. Komplett vergessen. Verdammte Axt. Ey, ich bin halt so ein Schisser, ne? Eigentlich darf ich dieses Spiel gar nicht spielen. Weil ich muss halt voll oft ins Wasser wahrscheinlich noch. Aber ich traue mich in sowas einfach nicht rein. Was ist das? So einfach nur ein Felsen. Ich dachte so ein... Das sieht halt echt aus, als gibt es hier Ebbe und Flut. So, was haben wir hier? Ein paar Lagerfeuer stellen oder... Was soll das darstellen? Keine Ahnung. Aber hier am Strand sieht man deutlich weniger Ureinwohner als im Wald. Nur den einen hatte ich bisher. Ich habe aber halt echt irgendwie das Gefühl, dass es hier weniger gibt als im ersten Teil. Klar, es ist alles noch Early Access und so. Aber wenn man überlegt, dass das Spiel eigentlich... in ein paar Monaten released werden soll, laut den Angaben der Entwickler, fühlt sich das trotzdem irgendwie noch so, weiß nicht, so leer an, vor allem was die Blueprints angeht, was man so irgendwie so wenig bauen kann im Vergleich zum ersten. Gab es ja so vieles und es fehlt einfach alles. Aber wir gehen jetzt mal hier dem Fluss lang. Der grüne Punkt, ne? Ist es derselbe? Also ist das auch wieder so eine Höhle? Nee. Ah ne, da drüben ist auch ein Punkt. Es ist schon 15.38 Uhr. Bei Dunkelheit laufe ich ungern rum. Ja, sehr ungern. Aber wo haben die Ureinwohner, wo ich denn die Fische geklaut habe in der Höhle?
Warum die Fische her? Ich sehe hier nirgends Fische. Warum muss ich dafür echt im Meer angeln? Allgemein, gibt es hier auch irgendwelche anderen Tiere? Also Krokodile wie im ersten. Luichis habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wenn Krokodile, dann ja wahrscheinlich hier, oder? Sieht schon sehr nach Krokodilbereich aus. Ich würde sagen, wir gehen noch zu diesem Punkt, der da drüben ist. Außer, es ist wieder so eine Stelle, wo mir das Spiel sagt, so hey, hier muss so eine Höhle rein. Würde ich wieder ungeil finden. Mein Auge ist gerade ein bisschen am eskalieren. Ich sehe ständig nur mit einem Auge. Weil das andere gefühlt immer zu ist. Was ist das? Es geht schneller, einfach drauf zu hauen. Okay. Es ist auch immer was zu entdecken gibt. So, was haben wir denn hier? Nase. Ich habe ihn erwischt. Boah, ich habe ihn erwischt. Ich habe einfach nur random draufgehauen. Perfekt. Ich kann den Hasen nicht aufheben. Was bist du? Quatsch. Die geben alle gefühlt dasselbe Fleisch. Ja, da steht auch gar kein Unterschied mehr dran. Einfach nur raw. Raw Meat. So, was soll jetzt der grüne Punkt heißen? Bin jetzt eigentlich beim grünen Punkt. Da wird sich eine Stelle, wo man sieht. Ah nee, warte mal, hier. Ach nee. Ach nee. Nicht wieder so ein Höhlending. Ach, gehen wir mal rein, mal schauen. Einfach mal gucken. Na, Viecher drin sind, gehe ich wieder raus. Jetzt fühlt sich so an, als würde ich runterfallen. Okay, Licht bitte. Licht bitte, habe ich gesagt. Alter, wie mein Speer glüht. Hey lol. Was ist das für ein Beton? Kann man die Dunkelheit ein bisschen heller machen? Helligkeit. Aber es ist doch dann allgemeine Helligkeit, oder? Aber gut, es ist bei 50. Machen wir auf 70. Und dann, wenn es draußen zu hell ist, dann machen wir es wieder runter.